furchtbar, wie langsam das hier geht. Das ist mir erstmal der Holz, sieht der Kohle aus dem Bau, ne? Als wir die Vorschau da gesehen hatten, da der Schnieker aus. So, den Pelz hier. 2 Minuten können wir da aushalten. Können uns eh teleportieren. Schnelle Reise meine ich, sorry. Aber hier sind noch ein paar Pillmann-Pilze auf dem Boden. Kann man mit dem Pipi-Mano A machen. So. Dann einmal in unser altes Zuhause. Achso, ich kann hier gar nicht raus schnell reisen. Verstehe. Macht Sinn. Wäre ja auch ein bisschen broken. Wenn man immer raus schnell reist und dann wieder rein und raus. Aber vielleicht von der Flamme hier aus. Bin ich immer noch mehr erstmal? Yep. Komme ich denn hier raus? Müssen wir irgendwie einen Weg bergauf finden. Hast du ein Problem, oder? Denn seine Mission. Ja, ist ja gut, Game. Ist ja gut, ist ja gut. So, jetzt so eine kleine Kuhle einbauen. Ja, genau. Rutscht doch den ganzen Weg wieder runter. Komm schon. Ja, verpiss dich doch. So, an Flüssigkeit dürfte mir bald nicht mehr mangeln. Ach, da ist die Salzmine drin, ne? Hier im Miasma. Ah ja, genau, hau ab. Keine Zeit, muss arbeiten. Ich habe das Gefühl, ich komme nur tiefer ins Miasma, aber nicht raus. Da hast du mich da einen reingedrückt. Was hast du denn für Sorgen, Alter? Irgendwie sind die Wege aus dem Miasma raus viel schwieriger als rein. Denn weil es voller Berge ist. Das ist halt überall runter. Überall runterrutscht, ist das scheiße. Na. Jetzt bin ich in der Salzmine, aber das war das Letzte, was ich wollte. Wo willst du hin, Junge? Hier wird nicht geflüchtet. Okay, jetzt habe ich ein Level up. Ist ja auch noch im Miasma. Auch noch im Miasma. Ich komme hier nicht raus. Ja, Game, ich weiß, dass ich aus dem Miasma raus muss, aber... Ah,
Aua. Ja. Nehmen wir einfach mit. Ah ja, haha. Ich glaube, wir werden hier drin sterben. Ich habe auch keinen Trank dabei, ne? Drück auch immer die falsche Taste. Gut, dass ich einen Funken dabei habe. Finde ja einen Ausweg. Vielleicht noch eine Idee. Ach, ich habe hier auch keine Ausdauer mehr. Mein Gott. Ich kann mir auf meinem Weg nicht hochspringen. Ist ja schön mit den Bergen und so, ne? Aber ist auch schön scheiße. Hätte von Anfang an in die andere Richtung rennen sollen. Oh, dass der auch immer überall runterrutscht. Ja, vielleicht schaue ich es noch zum Elixierbrunnen, da. Fall ich direkt tot um, oder? Ja, okay, never mind. Ich fall sofort tot um. Ist das bescheuert, dass er instant tot umfällt. Naja. Zum Glück war ich schon kurz davor. Alles nehmen bitte. Muss er da entlang gehen? Und dann nach rechts oder was? Ei, diese Dinger, die gehen mir. Die sehen immer aus wie diese Pilze und dann explodieren die Scheißdinger. Die sehen immer, wenn es zu spät ist. Achso, mal eben hier so einen Trank reindonnern. Dann muss ich ja da irgendwie wieder hochkommen, ne? Da irgendwo irgendwie. Ja. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ich hab die Bombe ausgerüstet. Alter, come the fuck down. Yo, holy shit, wie viele sind hier? Junge. Wechsel doch das Inventar. Ich muss hier auch einfach eiskalt stehen bleiben, ne? Kannst du mehr als den einen anvisieren? Ja, das ist so ein Witz. Steht an jeder Ecke einer. Also wirklich an jeder Ecke. So, ma. Bin doch hier hochgesprungen. Okay, ich bleibe einfach auf dem Pfad hier. Dann müsste ich ja hier rauskommen. So die Theorie, aber in der Praxis wahrscheinlich gar nicht so. Immer wenn ich gerade auf die Map gucke, kommt hier irgendwas irgendwo rausgesprungen. Ach ja, und den Dreckspilz hau ich auch noch natürlich. ...1,50 mir erstmal. Komme ich hier mal irgendwo wieder raus? Such ja nur einen Ausweg. Ein Ausweg, finally. Mein Gott. Wer ist er denn? Oh, wer bist du?
Ah, hier so ein Geist, der hier rumsteht. Ich dachte gerade, der wäre krass, aber der war nur ein Plepp. So. Einmal schnell reisen. Ah, ich bin falsch gegangen. Wollte hier unten hin und da Bäume fällen, weil da fällt er nicht so auf. So, hier können wir Bäume hacken, bis uns der Arzt. Hey, warum habe ich hier weniger FPS? Hier können wir Bäume hacken, bis der Arzt kommt. Perfekt. Nicht ein bisschen Harz bekommen. Brauch mein Harz 4. Warum muss das jetzt Nacht werden? Ich sehe nichts, ne? Das ist auch so scheiße. Also nicht scheiße im Sinne von ist scheiße, dann ist scheiße, dass ich nicht sehe. Müssen wir eben pennen gehen. Guten Tag, der Alchemist. Gut, also das da, wo ich schlafe, ist es halt arschkalt, ne? Müssen wir oben vielleicht auch mal so ein Ding hinstellen. Wie wir in der Küche haben. Was kostet der Ofen da? Feuerstelle. Deinen Holzscheite. Bauen wir nochmal ein. Stellen nochmal einen oben hin. Damit ja ein bisschen Licht herrscht. Licht und Wärme. Toll. Kann ich wieder abbauen? Okay. Aufnehmen. Ich wollte Wärme im Bett haben. So, stelle ich halt genau neben dem Bett. So. Was denn hier mit dem Boden passiert? Schon besser. Und ich weiß jetzt der Richtige und nicht der Große. Gut, das war. Was hast du für ein Problem, Junge? Mützel. Was ist das? Das Ding, das du bei dir trägst. Müsse? Verdammt, Blut, ich rate dir, vorsichtig zu sein. Was du da in der Hand hältst, ist höchst gefährlich. Eine Krankheit. Leid. Das ist ein Pilz, der unsere Welt verschlängen wird. Die Menschen sahen im Fleisch dieser Pflanze Potenzial, aber sie brachte nur Unheil. Bitte halte dich davon fern. Sie bedeutet den Untergang. Bauen wir mal lieber ein paar Sachen, Junge. Kannst du Harz auspressen? Nee, ne? Kannst auch nichts. Kannst auch nichts mit Harz irgendwie. Harzfackel, ja gut. Oh, erstmal Harz in sich. Hier vielleicht was? Kleiner Rucksack bei der Jägerin. Oh. Garn, ja, den habe ich. Irgendwo. Mehr als einen habe ich, da bin ich mir aber sicher. Weiß ja nicht, wie viel ich brauche. Also weiß ich prinzipiell schon, aber ich habe es schon wieder vergessen.
4 Garren. In Safe Call brauche ich 5. Ich nehme schon mal vorsichtshalber Pflanzenfaser mit. Ich hatte hier 20. Ich kann das alles nicht mehr. Dafür bin ich losgelaufen. Ich hätte nur Harz farmen müssen. So, hier. Auf jeden Fall können wir jetzt genug Garn herstellen, wenn wir den nicht haben. Ich hab's gecallt. Der scheiß Garn macht mich fertig. So, jetzt haben wir so viel Garn, das kann ich damit um die Ohren werfen. So, stell den Rucksack her, zack. Ja, natürlich mieten wir again. Du lebst in meinem Haus. Plus 8 Slots. Sehr schön. Salz habe ich nicht. Was kann ich noch damit herstellen? Teppich, Dekoration. Plus ein Komfort. Ja. Wachsfackeln. Eine sehr robuste und langlebige Lichtquelle aus Wachs. Rüste sie aus, bevor du deine Expedition ins Unbekannte beginnst. Nein. Habe ich hier was Neues? Neues Rezept? Nur Metallplatten und hier Holzsäure, Teer. Dieses Nebenprodukt des Kohlebrennofens hat nützliche Eigenschaften, sowohl für die Medizin als auch Alchemie. Ja, hier. Rein damit. Ja, mit der Kohle. Der da mal her. Kannst du hier machen? Knochenmehl, ne? Perfekt. Knochen habe ich natürlich keine. Zumindest nicht im Inventar. Macht aber nichts, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Holz sammeln. Beziehungsweise versuchen wir Harz zu sammeln. Frage ist nur, wo ist eine sichere Harzquelle oder eine gute Harzquelle? Eigentlich ein Baum, aber hier kommt so wenig raus. Harz 2, so ein Riesenbaum, der hat doch nicht nur 2 Harz. Oh nein, Bienen. Macht euch weg, ihr Drecksviecher. Werdet ihr im Honig. Und Harz. Zack. Ernten. Wachs haben die auch. Sehr schön. Bienenwachs. Der Honig. Der macht doch Ausdauergeneration, ne? Lädt die Ausdauer wieder auf. Jep. Warum habe ich das hier im Inventar jetzt? Bäume, Bäume, Bäume. Wir brauchen mehr Bäume. Zack. Holzscheiter können wir auch direkt mitnehmen. Kommt hier auch Wachs aus? Wahrscheinlich nicht, ne? Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich bin dabei, die zu versuchen, die Flamme zu stärken, Game. 6. Kein Wachs. Schmutzbaum.
Schalamutz. Auch kein Wachs. Die ewige Suche nach dem Wachs. Ja, wenn der jetzt nicht 30 Liter Wachs hat, weiß ich auch nicht. Die auch darauf einpreschen, ne? Nichts! Nichts am Wachs! Das war ein Witz. Vielleicht die kleineren Orangenbäume, vielleicht haben die mehr Wachs. Da kommt schon mal Wachs raus. Nicht wirklich viel, aber vielleicht sind die besser. Da kommt auch Wachs raus. Die Orangenbäume sind es. Müsste ja schon reichen, ne? Na eben, ich reise da schnell hin. Ich bin so faul. So, die Flamme stärken. Ach, Knochen und Tierfell fehlen noch. Dann müsste ich aber alles oben haben. Und dann durchrasen hier so. Tierfell war, glaube ich, irgendwo hier, ne? Tierfell und Knochen. Perfekt. Beides in einer Kiste, als wäre es geplant. Stärke die Flamme. Die ist gestärkt. Flamme Stufe 2. Mit der Flamme kommunizieren. Mein Leuchten und meine Wärme reichen weiter in die Dunkelheit hinein. Hab Dank, Flammenblut. Ich bin stark genug, um dein Zuhause zu schützen, falls du es vergrößern möchtest. Der Funken des Wissens in dir wurde entfacht. Mach dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Finde die zwei Obelisken der Erbauer in den Hohweiden, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Feuer. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. Den einen habe ich ja schon gefunden. Ein Obelisken hier unten. Irgendwo. Keine Ahnung, ich blick nicht mehr durch. Was ist das für ein Problem? Wir brauchen mehr Platz von dem Blut. Und Truhen. Denkst du nicht? Ich habe Truhen. Ein weiteres paar Hände wäre nützlich, wenn wir jemals planen, die Basis zu erweitern. Ich für meinen Teil könnte mehr Platz für meine Tränke gebrauchen. Ich weiß zufällig, wo sich eine weitere Krypta der Erbauer befindet. Warum siehst du dich nicht um? Mach ich. Auf Flamme und Ruhm. Ich habe nichts zu sagen. Aber ich. Wollt mir die mal genauer angucken. Eine Lady, wie sie im Buche steht. Der Fuck passiert hier. So. Der Schwert, da wird da rausgucken. Brennt das in der Mumu? Okay, komm. Fast. Warte, mit ihr reden. Gemeinsam überleben. Ich kämpfe schon lange genug, um zu überleben, um zu spüren, wenn ich nicht alleine bin. Ich fühle, dass noch andere Schlafende auf uns warten und dass wir mehr tun müssen, als nur durchzuhalten. Wir müssen uns niederlassen. Etwas anbauen. Das Land wieder beleben. Ich erinnere mich vage an einen Ort. Dort gibt es eine weitere Krypta der Erbauer. Gehe nun. Wir vertrauen auf dich. Okay. Wachsfackel? Ach, wenn wir können. Komm. So. Kann ich die einfach in die Bude werfen und gut ist? Ein bisschen Licht. Oh, tut mir leid, ich wollte die Tür nicht schließen.
Heilungsstrom bei Alchemist. Stell mal bitte Teer her. Holz habe ich genug gesammelt. Wo ist es? Da. Ja, gut, nicht alles. Brauche ich Stapel teilen, ne? Perfekt, tu alles rein. So. Und dann war hier immer noch nur Metallplatten. Nur ist gut, ne? Kannst du was Neues bauen? Nö. Alter, klatsche gegen alles. Was hast du so? Der Mörser. Wie baue ich einen Mörser? Hier? Nee. Knochenmehl, hier. Kannst du der... Aua, mein Kopf. Mein Headset. Okay, das ist doch keine Fackel mehr. Der Fuck. Mein Hammer würde schon richten. Na klar. Was heißt erweitere dein Zuhause? Vergrößere dein Zuhause, indem du den Flammenaltar aufwertest. Ach so. Wie werte ich denn auf? Altar aufwerten. Miasma-Seele. Wo kriege ich eine Miasma-Seele her? Aus dem Miasma, ey. Ja, danke. Kann ich irgendwas mit Sporen machen, irgendwie so? Richtig krass zusammenklatschen? Die Kerzen geben mehr Komfort. Na gut. Wenn das so ist. Stellen wir da eine hin. Geht das nicht ins Regal? War hier drauf, oder? Ah, passt doch. Kannst du was mit denen? Kannst du auch nicht herstellen, ne? Ja, auch nicht. Okay. Kann ich das geschärfte Breitschwert verlegen? Ja, tschüss. Weg damit. Brauchen wir nicht. Ach du Scheiße, wir haben so viel Müll dabei, ne? Zack. Muss ja auf jeden Fall mein ordentliches Kistensystem zerlegen. Zerlegen. Henkers Axt zerlegen, brauchen wir alles nicht. 17 Schaden, ja, ist nicht schlecht, aber. Tschüss. Ablegen. Mach richtig Scheiße hier weg. Kohle hier rein, Runen hier rein. So, und der Rest kommt hier rein. Das behalte ich. Das behalte ich auch. Brauche ich für Ausdauer. Pfeile, Miasma-Sporen hier rein. Dietrich behalten wir auch.
Tagebuch. Entschuldigung, entdecke den Miasma-Obelisken. Perfekt, da kann ich schon mal nicht schnell hinhalten, auch nicht. Tödliche Karawane, ein ewiger Zauber. Ein ewiger Zauber, was ist das? Der Chemist erwähnt, dass bestimmte Zaubersprüche mit endloser magischer Energie ausgestattet sind. Aha. Ah, guck mal, hier sind noch... Die Jägerin kann sich erinnern, wo eine weitere Krypta der Bauer steht. Dann gehen wir dahin. Holen wir uns erstmal alle Heinis hier ins Haus. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Hier runter, ne? Was ist das? Auf der Suche nach verborgenen Gräbern. Und da ist noch ein Schrein der Flamme. Können wir ja beides prinzipiell mitnehmen. Gut, dass ich hier noch eine Cola habe. Cola aus der Glasflasche. Cola aus der Glasflasche ist das Beste. Aua. Ah, guck mal, passt doch. Sind wir direkt an dem ersten Zielort anerlangt. Oh, bitte keine Bienen. Vor Bienen habe ich Respekt. Zack. Okay. Dependent. Der Spinnen. Eieiei. Ja, hier ist aber schon ganz geil, wenn man so ohne HUD reingeht, ne? Das Spiel ohne HUD finde ich sogar noch ein bisschen besser. Hier die Spinne an, ey. Ach, guck mal, hier ist er. Der Krypta, der kryptische Kryptoort. Was ist da drin? Knochenblock. Gut. War aber nicht das Ziel, oder? Doch, genau, das war das Ziel. Das Ziel hier. Hallo? Attacke! Okay, das war's. Weg mit dem Baum. Sehr schön. Das ging schneller als erwartet. Schrein der Flamme. Was ich mich frage, das hat. Das Spiel. Schade. Das doch mal so. Ich wollte eigentlich das HUD vielleicht ein bisschen kleiner machen. Hätte auch schon einen ganz coolen Effekt gehabt. Oder würde auch einen ganz guten Effekt haben. Na, guck mal da unten. Da ist so ein Flammending. Sammeln. Jetzt habe ich einen Funken bekommen, ne? Ja. Bitte was? Ja! Ihr habt ihr mich getroffen. Darauf erstmal einen Schluck trinken. Na komm, ein Stück. Ach, scheiße, ich wollte mir den Fleisch reindonnern und nicht den Leben, das Lebenselixier. Farrental.
Ja, du mich auch, Junge. Zack, kriegst du ins Gesicht. Chakra, ey. Richtig, genau. Zack, hier, Chakra. Chakra mit die Sonne. So, Magie. Wie gefällt dir das? Na, nein. So, zack. Chakrael, Junge. Weg mit dir. Chakrael? The fuck? Der Knecht da hinten, ne? Ah, hier. Pfeil ins Gesicht. Ausweichen. Ausweichen. So, er läuft gegen die Wand. Kriegt direkt einen Rücken. Hinterher dich. So bin ich. Nette Schrottpfeile, die nehme ich gern. Was versteckt er denn hier so in der Bude? Schrott? Gar nichts. Hier, eurem Sack. Eurem Sack. Teilschrott. Lecker. Lecker, lecker. Der hatte schon hinter sich, der Kollege. Boah, ist das hell. Leck mir im Arsch. What the fuck? Kurz die Augen ausgebrannt. Ich werde mein Haus beschützen. Ich konnte am Rauch am Horizont erkennen, dass sie auf dem Vormarsch waren. Viele sind geflohen, aber ich bin noch hier. Sie knurren schon vor der Tür. Ich werde dieses Haus halten, wie es meine Vorfahren getan hätten. Ich habe unseren Schatz unter den Steinstufen versteckt. Dort ist er sicher und gut aufgehoben. Weit weg von ihnen. Ich bin auf alles vorbereitet. Habe es niedergeschrieben, damit jeder ihn auch findet, den Schatz. Wer steckt meinen Schatz und schreibt es dann daneben auf? Ruhe da oben. Wir alle sind müde, aber ich versichere euch, dass ich bald weitere Tinkturen und Heilmittel bereit haben werde. Ich bitte um etwas Geduld, ihr werdet sie im Turm abholen können. Ich habe bemerkt, dass einige von euch zu widerwärtigen Mitteln greifen, um sich zu schützen. Ich bitte euch, von solchen extremen Maßnahmen Abstand zu nehmen. Produkte vom Schwarzmarkt sind höchst gefährlich und ich möchte nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Man kann nicht wissen, was solche Elixiere möglicherweise anrichten können. Baltasar. Okay. Ich wollte meinen Doppelsprung machen. Ist hier noch irgendwo einer? Dachte ich, hätte da was gehört. Da ist noch ein Elixierbrunnen. Und ich muss da oben hin. Um den Heini zu finden. Achso, wir könnten auch mal hier, ne? Fällt mir gerade auf. Upgraden. Ich habe 3 Points. Tank. Ich will eher so in die richtige Richtung Krieger. Erhöht die Konstitution. Ja, nehmen wir mit. Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Nehmen wir auch gerne mit. Ja, sicher. Ruhe, du dreckiger Hund. Gleich, wollte er an. Tierfell und Knochen. Und rotes Wolfsfleisch. Gern gesehen.
By the way, mal eben trinken. Reden. Aus der Dauerregeneration erhöht. Und sprinten wie so ein Irren. Und sprinten. More passion. More passion. More footwork. More energy. More passion. So. Moin, Flamme. Ich bin's, Kowalski. Eggie Kowalski, Alter, was ist denn hier los? Ja. Das ist hier wieder so ein Ort, weißt du? Das sieht schon echt cool aus, ne? Ich kann da dann nicht gehen. Hier rüber. Mann, der Doppelsprung. Was ist denn der? Ja, wer ist denn der? Nichts, okay. Der Rückweg wahrscheinlich, ne? Gut, das war auch kein Doppelsprung, aber... Knopf Nummer 1 ist gedrückt. Ich wollte schon sagen, kann ich das hier jetzt nicht festhalten oder was? Mann, das sind ja ein paar Dödel. Ja, aber es sind meine Dödel. Ah, okay. To be honest, ich habe nur den zweiten Haken gesehen, nicht den ersten. Dann hier hoch. Hör doch auf mit dem Gleiter, bitte. Manchmal ist der Gleiter eher ein Fluch, ne, als Segen. Oder könnte schneller zum Fluch werden als zum Segen. Oh, lecker. Nur Müll. Kappa. Elixiere sind gut. Aber ich hätte trotzdem was Besseres gehabt. Gerne. Hier kam ich hoch. Dann hier entlang. Schön mit dem Mond auch, ne? Hat schon eine schöne Atmosphäre, das Game. Da vorne, verstehe. Nee. Ah. So, jetzt bin ich safe. Zack. Klick. Knöpfchen drück dich. Hier noch eine Truhe oder sowas. Na sicher. Das hätte auch besser sein können, ehrlich. Doch, ist an, ne? Ja. Sonst sehe ich hier auch nichts. Guten Tag, die eingefrorenen Damen und Herren. Oder die, die es mal waren. Diese Dame gehört jetzt mir. Emily Frey. Popcorn. Ah ja. Zusammen
sind wir stärker. Komme ich denn da hoch? Ich würde sagen so. Na, was haben wir denn hier Schönes? Na, hallo. Ja, das hätte ich mir auch sparen können. Und die andere Tante ist... Wo? Er hier? Da unten, okay. Gut, dann würde ich aber auch nach Hause reisen. Die Bauerin da hinstellen. Ja, und dann, würde ich sagen, machen wir den Rest in der nächsten Folge dann, wenn es soweit. Erstmal stelle ich die hin. Noch ist nicht vorbei, Leute. Noch ist nicht vorbei. Aber ja, vorher gehe ich nochmal pennen. So, schlafen, Wärme, ausgeruht, Maximum, alles. Guckt ihr dann, ausgeruht, 24 Minuten. Ist das geil. Komfort Level 14. Könnte besser sein. Sieht aber auch geil aus mit dem Stab, ne? Ich habe einen Stab und ich werde ihn benutzen. Ich bin bereit. So, eben mit dem Stab hier tauschen. Wo packen wir denn die Bäuerin auch hier hin? Zu ihr, zur Jägerin, ne? Ja, Emily, so. Stellen wir hier ins Eck. Putz. Moin. Wieder lebendig. Was für ein Geschenk. Ich trauere zwar um die alte Welt, aber vielleicht können du und ich die Saat für eine neue legen. Wir müssen es zumindest versuchen. Oder? Abolens. Die Welt öffnet sich. Du tust es, Flammenblut. Du heilst die Hochweiden. Aber unsere Welt ist riesig. Glaub mir, ich habe sie schon so oft bereist. Richte dein Augenmerk auf die Werte im Düsterdickicht. Auf die Warte im Düsterdickicht. Das wird unsere Welt weiter öffnen. Wir sind alle bei dir. Was kannst du so machen? Popcorn, Saatbeet, Farmboden. Sehr schön. Kann ich mir mein Essen machen? Mehr Überlebende, genau wie ich gesagt habe. Sehr gut. Gemeinsam sind wir stark. Nicht ausruhen. Weitermachen. Verlorene Handspindel. Sorry. Wenn du denkst, dass wir machtlos sind, liegst du falsch. Mit meiner Handspindel könnte ich bessere Rüstung für uns herstellen und unsere Überlebenschancen erhöhen. Ich habe sie vor langer Zeit bei meiner Flucht im Düsterdickicht verloren. In der Nähe von Westcourt. Als ich rastete. Warte nicht länger. Ich halte dir den Rücken frei. Oh, sorry. Kurz Husten am Wald des Todes gehabt. Waldläufer-Set. Schützenset. 13 Chance auf kritische Fernkampf. Aha. Hast du auch was Besseres? 15, 42, 10, 26. 18, 44. Aber plus 24 Ausdauerpunkte. Natürlich mehr Fernkampfschaden. Der Brustpanzer ist schon nicht schlecht, ne? Kupferbarren. Salz fehlt, okay, verstehe. Gut, dann würde ich aber auch erstmal hier die Folge, wie gesagt, beenden. Lö Ende. Positioniere ich mal so, dass du... Ey, das ist ein... Gab's hier nicht einen Fotomodus so? Moment. Tastaturmausbelegung. Nee, anscheinend. Ja, hier vielleicht. Nee.
Anscheinend nicht. Oder ich finde gar nicht. Naja, wie gesagt, ich beende erstmal hier die Folge. Kurz an alle, die eingeschaltet haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Enshrouded. Passt bitte auf euch auf. Passt auf euch auf. Habe lieb. Kurz an alle, die rein subben, liken und kommentieren, supporten. Ich danke euch alle vielmals. Haut rein bis zur nächsten Folge und tschüss.